In so einem Wagen sind die Jene schon früher übers Land gefahren. Jetzt kommt das aufwendig restaurierte Prachtstück ins Freilandmuseum Wackershofen. Museumsleiter Michael Happe ist aufgeregt und Jakob Gronenwetter stolz und gerührt. Weil wir Jenische eigentlich immer das fünfte Rad am Wagen waren in der Gesellschaft, oft nicht gern gesehen. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass dies zustande kam. Die Ausstellung bedeutet ein Stück Anerkennung nach Jahrhunderten der Ausgrenzung. Wer sind die Jenischen? Woher sie ursprünglich stammen, ist unklar. Möglicherweise wurden die Vorfahren der Jenischen im Dreißigjährigen Krieg entwurzelt. Andere sagen, die Ursprünge liegen in der Zeit der Kelten. Die Jenischen haben eine eigene Sprache. Jakob Gronenwetter beherrscht sie noch. Die Heger Tschikind. Heißt? Die haben nichts gekauft. Chiamasa Matmeng. Also kein Geschäft gemacht. Das Jenische ist eine rot-welsche Sprache. Das war die Sprache der Angehörigen von Minderheiten, die gesprochen wurde, wenn Außenstehende eben nicht verstehen sollten, worum es gerade geht. Wurde zum Teil auch als Gaunersprache bezeichnet. Wobei früher waren die Vorurteile dicht und man war schnell in eine Ecke abgestempelt. Das muss also gar nichts heißen. Wer Rotwelsch gesprochen hat, muss nicht unbedingt ein Gauner gewesen sein. Was die Jenischen ausmacht und zusammenhält, die Sprache, die Kultur oder ob sie eine Ethnie sind, das ist umstritten. Mehrheitlich die Jenischen selber sehen sich als Volk und ich denke, das sollte man akzeptieren. Und seine Mitglieder galten meist als Außenseiter. Wie haben sie gelebt? Ob mit dem Pferdewagen oder später mit dem Auto, die Jenischen zogen als Fahrende übers Land. Sie handelten zum Beispiel mit Geschirr oder Kleidung. Oder sie boten als Handwerker ihre Dienste an, als Bürstenbinder oder Scherenschleifer. Auch Schausteller gab es. Eine Heimat hatten die meisten dennoch. In Fichtenau-Unterdeufstetten zum Beispiel wurden sie vor rund 300 Jahren angesiedelt und bereisten von dort aus die Gegend. Neben Fichtenau gibt es im heutigen Baden-Württemberg oder in Grenznähe viele weitere jenische Siedlungen. Eine sehr große zum Beispiel in Singen. Im Nationalsozialismus fielen die Jenischen dennoch als Asoziale in Ungnade, weil sie angeblich nach Zigeunerart lebten. Systematisch verfolgt wurden sie nicht. Fakt ist aber, dass den Menschen das Leben schwer gemacht worden ist, dass ihr Reisegewerbe immer weiter erschwert worden ist. Es sind Menschen ins Konzentrationslager eingeliefert worden, es sind auch Menschen ermordet worden, es sind andere zwangssterilisiert worden. Die Vorurteile hielten sich lange, teilweise bis in die Gegenwart. Wie leben sie heute? Viele Jenische sind sesshaft geworden, andere wie Jakob Gronenwetter fahren noch immer als Händler über Land. Er ist Jenischer aus Überzeugung, hat sogar ein Buch verfasst. Das ist gut. Ja, ich denke, es gibt da beide Pole. Es gibt die, die stolz drauf sind und es gibt die, die das abstreiten oder für sich abgelegt haben. Und ich denke, beide Varianten sind legitim. Die Ausstellung im Freilandmuseum Wackershofen dokumentiert jetzt ein fast unbekanntes Stück Geschichte. Von Menschen, die einst mitten in der Gesellschaft lebten, aber dennoch weithin als Fremde galten.